Moin und willkommen zu einer weiteren Folge von Kultur to go. Auch heute bin ich wieder nicht alleine. Hier sitzt noch jemand neben mir. Willst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen? Ja, gerne. Also ich bin Milena und ich mache mein FSJ in Charlottenhof. Und ja, über das FSJ habe ich auch Lena kennengelernt. Genau, und heute sitze ich hier. Wo kommst du her? Was machst du so in deiner Freizeit? Ich komme aus dem schönen Weserbergland, ganz anders als das Flachland hier. Mhm. Genau, und in meiner Freizeit bin ich, oder bei mir zu Hause war ich in der DLRG, da bin ich auch immer noch, aber halt momentan nicht aktiv dabei. Mhm. Ich schwimme selber, trainiere die Kinder, bin auch im Jugendvorstand, das heißt, wir planen Aktionen zusammen, auch eine Sommerfreizeit, die aber leider die letzten Jahre ja nicht stattfinden konnte. Dieses Jahr soll es den ersten Neustart geben, aber ach, da schön. Bin ich auch leider noch nicht dabei, aber ja. Dann nächstes Jahr hoffentlich wieder. Mhm. Und dann mein anderes großes Hobby ist noch der Zirkus. Wir haben bei uns einen Zirkus vor Ort, sag ich mal, einen Kinder- und Jugendzirkus. Und da bin ich jetzt auch schon seit über 12 Jahren dabei. Wow. Genau, und da mache ich Einrad und Hocheinrad. Habe zwischendurch auch mal Laufkugel gemacht. Auch mal ganz kurz Akrobatik. Und früher haben wir in Hannover noch gewohnt und da war ich auch schon in einem Zirkus. Also meine Zirkuskarriere ist schon ein bisschen länger, wenn man das so sagen kann. Das ist richtig, richtig cool. Und da kommen wir ja später auch nochmal drauf zurück, wenn wir über dein Jahresprojekt reden. Das hat ja auch wirklich sehr viel mit zu tun. Genau. Aber vorher erstmal, wie bist du denn hier gelandet? Wolltest du immer schon weg von zu Hause, sage ich mal? Wie ist es gekommen, dass du jetzt in Klagsfeld im Charlottenhof bist? Ja, eigentlich wollte ich gar nicht von zu Hause, weil Hannover war so das Weiteste, was ich mir vorstellen konnte. Oh je, ja. Da wollte ich auch eigentlich hin, da hatte ich mich auch frühzeitig beworben auf eine Stelle im Zirko Hannover, also auch wieder Zirkus. Da war das dann aber so, also da war ich schon super früh dran, weil mir das super wichtig war und dann dauerte das alles noch sehr lange, bis die anderen Bewerber kamen und so. Ja. Und dann habe ich irgendwann gedacht, und was ist, wenn das nicht klappt, was machst du dann? Ja. Und dann habe ich einfach mal recherchiert und bin dann auf der Seite von der LKJ gelandet und habe da einfach mal gesucht und geguckt und gar nicht so geschaut, also da, wo das so alles liegt, was mich so anspricht. Ich habe einfach geschaut, okay, was passt vom Profil her zu mir und habe mich dann einfach noch schnell beworben, weil ich glaube, das war auch ein Tag vor Bewerbungsschluss, sage ich mal, und dann einfach schnell, okay, raus damit und danach erst gesehen, oh. Das ist ja ganz da oben im Norden, in der letzten Ecke. Mhm. Und ja, das Bewerbungsgespräch war super. Die Leute klangen erstmal richtig nett. Das hat mir gut gefallen. Und dann kam da schneller eine Zusage als von der anderen Stelle. Und dann habe ich auch gesagt, ja, dann mache ich das. Und dann bin ich hier oben gelandet. Ja, das ist auch dann wahrscheinlich eine große Umstellung so gewesen. Ne? So sind ja doch ein paar Stunden mehr als jetzt so nach Hannover. Ja, genau. Es war auf jeden Fall eine Umstellung. Aber ich hatte auch dann doch Lust. Also ich habe dann natürlich auch mit meinen Eltern drüber geredet. Mhm. Und die waren so, ja, mach das mal, komm mal raus hier. Erleb mal ein bisschen was. Und wenn du nicht ins Ausland willst, dann wenigstens mal ein bisschen weiter weg, so ungefähr. Ja. Und ja, die Entfernung ist schon größer. Und ich merke auch jetzt nach dem Jahr, dass es mir zu Hause besser gefällt. Und also nicht unbedingt direkt zu Hause, aber ich brauche eine kürzere Distanz zurück nach Hause, damit ich eben mal schneller bei meiner Familie sein kann. Mhm. Genau, aber es war auf jeden Fall auch ein wichtiges Jahr hier oben. Ja, und ich meine, das Ausland ist ja jetzt auch nicht so weit entfernt, ne? Dänemark. Ja, gut. Was sind denn so deine Aufgaben? Was machst du so den ganzen Tag im Charlottenhof? Ja, genau. Also es gibt so drei große Aufgabenfelder, würde ich mal sagen. Das eine ist natürlich die Büroarbeit, die gehört überall mit dazu. Ja. Das heißt dann einfach die Mails checken und beantworten und mit den Leuten in Kontakt treten und aber auch Telefonate führen mit den Gästen, die halt zum Beispiel auf dem Charlottenhof ihre Hochzeit feiern wollen oder die einfach eins der Apartments mieten möchten oder die zu einer der Veranstaltungen kommen wollen, die wir haben. Mhm. Und dann eben auch mit den Vereinsmitgliedern zu schreiben, zu telefonieren. Die helfen uns ja immer bei den Veranstaltungen, sonst würde das ja gar nicht alles so laufen. Die dann anschreiben, ansprechen, hey, wann habt ihr Lust, mal wieder vorbeizukommen? Oder die melden sich auch und sagen, hey, ich bin dann und dann da, ist da was, kann ich nicht helfen? Mhm. Und das ist dann so die Büroarbeit, also man ist da auch nicht ganz allein, sondern man hat auch Kontakt zu Menschen. Jetzt, wo Corona momentan weniger wird, was hoffentlich auch so bleibt, hat man auch mehr Kontakt. Also im Winter war das ganz schön eingeschlafen, aber jetzt nimmt das wieder Fahrt auf. Genau, dann ein anderer großer Teil, der auch im Büro zum Teil passiert, ist die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Also sowohl das Pressetexte schreiben, als auch bei Instagram und Facebook und auf der Homepage immer
alles aktuell zu halten, neue Beiträge zu machen, Werbung zu machen für die Veranstaltungen, die kommen. Und da auch den Kontakt zu Menschen aufzunehmen. Also wir bekommen auch über Instagram und Facebook Anfragen und natürlich auch Rückmeldungen. Das ist ja auch ganz wichtig. Ja. Und dann eben aber auch Plakate gestalten, die auch dann verteilen und austragen sozusagen. Oder auch mal ein paar Flyer. Oder da kann man auch ganz kreativ werden. Man kann es auch einfach halten, aber man kann auch kreativ werden, wenn man das möchte. Ja. Genau. Dann, wo wir eben schon einmal bei den Hochzeiten waren und bei den Gästen, da kommen dann natürlich auch die Hofführungen dazu. Also bevor man wo heiratet, möchte man sich das ja vielleicht mal anschauen. Ja. Da komme ich dann auch wieder ins Spiel. Da zeige ich dann den Leuten den Hof, erkläre denen ein bisschen was, wie das so läuft, was alles wichtig ist, was die Voraussetzungen sind. Und dann der andere Riesenaspekt, der mir am meisten Spaß macht, das sind die Veranstaltungen. Mhm. Also jetzt gerade im Sommer die ganzen Konzerte, eigentlich immer jeden Mittwoch. Jetzt momentan fährt es gerade wieder so an. Wir sind noch nicht bei jedem Mittwoch angekommen, aber es kommen schon ein paar Veranstaltungen. Und da ist es dann eben die Vorbereitung, also vorher den Kartenverkauf, die Werbung machen und der Kontakt zu den Künstlern. Das ist dann überwiegend die Aufgabe meiner Chefin. Aber wenn die Künstler dann kommen, die Künstlerbetreuung vor Ort, das ist dann wieder meine Aufgabe. Also da kommt man auch mit den Künstlern in Kontakt. Das ist super schön, weil die sind meistens super nett, super lieb. Und wenn man so nur eine Veranstaltung besucht, dann fehlt ja manchmal der Kontakt so zu den, ja, zu den Künstlern. Das sind natürlich nicht die Riesenstars, aber trotzdem schon richtig gut, finde ich. Also man ist da schon so ein bisschen so, oh, ich darf mit denen reden. So, ja, das ist schon richtig toll. Genau, und dann bei der Vorbereitung gehört halt auch noch sowas dazu wie, haben wir genügend Getränke? Ist der Tresen aufgefüllt? Ist alles kaltgestellt? Wer kommt wann wohin? Haben wir die Namensschilder parat? Läuft die Eiswürfelmaschine? Sind die Lichter an? Also so ganz viele Kleinigkeiten, die da zusammenkommen, um die man sich dann alle kümmern muss oder koordinieren muss. Und dann eben noch die Nachbereitung, auch im Nachhinein, nach einer Veranstaltung, alles wieder zurückräumen, alles sauber machen, gucken, dass die Künstler wieder gut nach Hause kommen oder wenn sie noch auf dem Charlottenhof übernachten, schauen, dass sie in ihr Apartment kommen, dass sie für morgens was zu frühstücken haben und so weiter. Und während der Veranstaltung hat man natürlich auch zu tun. Zum Beispiel steht man dann am Tresen, gibt Getränke aus und kann dann natürlich aber auch zwischendurch ordentlich mitfeiern und tanzen. Und das ist natürlich richtig gut. Also dann denkt man sich auch, ich weiß schon, warum ich das hier mache. Das hat dann ja schon auch seinen Wert. So eine kleine Belohnung. Richtig Spaß, sozusagen, ne? Genau, ja, und die Leute cool sind immer super gut drauf. Mhm. Und auch die anderen Freiwilligen aus dem Verein, die da mitstehen und mithelfen, das ist echt großartig. Genau. Und ein anderer großer Punkt der Veranstaltungen sind auch die Märkte, also der Weihnachtsmarkt und der Ostermarkt. Mhm. Der findet, wie gesagt, zu Weihnachten und zu Ostern statt. Und da haben wir so eine ganze Liste an Ausstellern und es kommen auch immer wieder ein paar neue dazu. Und die schreiben wir dann immer jedes Jahr an und sagen, Leute, der Weihnachtsmarkt geht wieder los oder der Ostermarkt geht los. Wer Lust hat, kann sich anmelden und dann kümmert man sich eben darum, ist mit den Leuten in Kontakt, schaut, wo wer stehen kann mit seinem Stand, weil der Platz ist natürlich begrenzt, also es findet drin statt im Charlottenhof. Und da muss man das eben alles koordinieren und fünfmal am besten nachmessen. Nicht, dass man sich vertut und 2 Meter mehr einplant, die gar nicht da sind, dann hat man ein Problem. Ja. Und ja, das ist dann immer schon ein bisschen nervenaufbrausend, aber es ist auch total spannend. Und ja, wenn es dann am Ende gut geklappt hat, ist auch schön. Ja, das stimmt. Du hast ja eben auch schon die Apartments angesprochen. Wie viel habt ihr so? Also, die kann man bestimmt auch direkt bei euch dann einfach buchen, also anfragen. Oder ist es nur für Hochzeiten? Wie läuft das? Nee, genau. Wir haben 2 hauseigene Apartments. Einmal das kleine Apartment und das große Apartment. Das kleine Apartment liegt im 1. Stock und ist für 3 Personen ausgelegt. Und das große Apartment ist im Erdgeschoss und ist eben für 4 Personen ausgelegt. Das hat auch 2 getrennte Schlafzimmer. Beide Apartments verfügen über eine Küchenzeile. Wobei, wenn man jetzt richtig lange Urlaub machen will, also das große Apartment hat eine Küchenzeile mit 2 Herdplatten. Aha. Eine große Mahlzeit kann man da nicht aufdecken, aber man kann da gut schlafen. Und wenn man sowieso vorhat, den Tag auf den Inseln zu verbringen oder unterwegs zu sein, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Ja, klingt auch echt gut. Ist auch schön bei euch, also im Retachhaus und so da mal zu schlafen. Ja, das lohnt sich schon, wenn man, vor allem wenn man das so nicht kennt, sag ich mal. Ne? Genau, das mit dem Ret ist sehr schön und es ist auch eben schön kühl immer unterm Reden. Ja. Also jetzt bei den heißen Temperaturen, es war immer sehr angenehm zur Arbeit zu kommen. Man konnte gut auch mal Getränke rumschleppen, weil es war nicht so heiß wie draußen. Ja, das stimmt. Das ist schön klimatisiert, so von Natur aus, sag ich mal. Ja. Ja. Du hast ja schon angesprochen, dass dir Veranstaltungen am besten gefallen. Was war so deine Lieblingsveranstaltung bis jetzt?
Ich glaube, meine Lieblingsveranstaltung ist immer noch Rock Pauli. Die habe ich letztes Jahr schon einmal kennengelernt, als ich mein Praktikum auf dem Charlottenhof gemacht habe, einfach um das da alles schon mal kennenzulernen. Und da waren die zufällig auch gerade in der Woche da. Cool. Und ja, die machen einfach Musik, die mir gefällt. Mhm. Und ja, die machen super Stimmung, sind super nett drauf, super, super gut. Das macht einfach Spaß. Heißt, nächstes Jahr kommst du wieder, wenn sie da sind. Ja, das ist so in grober Planung, wenn sich das einrichten lässt, auf jeden Fall, genau. Mega cool. Dann sieht man dich hier wieder im Norden, auf jeden Fall. Vielleicht ab und zu mal, ja. Wir waren ja eben auch schon kurz auf dein Jahresprojekt zu sprechen gekommen, beziehungsweise womit das zu tun hat. Was hast du dir da Schönes überlegt und wie läuft es ab? Ja, ich habe mir ein etwas größeres Projekt überlegt. Das geht eine ganze Woche lang und zwar wird es eine Zirkuswoche werden. Das heißt, ich bekomme Zirkusmaterialien aus Hamburg, beziehungsweise ich muss sie mir selber abholen. Und da sind dann Laufkugeln dabei, eine Seillaufanlage, Rollerbolas, Diabolos, Jonglagebälle und solche Geschichten. Und dann dürfen eine Woche lang 25 Kinder zum Charlottenhof kommen. Also die Anmeldungen sind gut am Laufen. Wir sind fast voll, kaum noch Plätze da. Es geht ja dann auch schon übernächste Woche los, also gar nicht mehr lange hin. Ja. Und dann gibt es eine Woche lang Zirkus auf dem Charlottenhof. Richtig, richtig cool. Heißt, dann kommen so ein paar Kids und dann hast du das in Gruppen oder wie hast du dir das überlegt? Also was kann man lernen, was erwartet einen, wenn man mitmacht, sag ich mal? Genau, also wir haben 5 Gruppen. Einmal die Laufkugeln, dann das Seillaufen, Akrobatik, Jonglage und Diabolo in einer Gruppe vereint. Mhm. Dann Rollerbola noch, das ist so eine Art Balanceboard, das sagt euch vielleicht mehr als Rollerbola. Genau, das sind die 5 Gruppen, die wir haben. Und am Anfang der Woche dürfen die Kinder alles ausprobieren und dann müssen sie sich aber festlegen für eine Gruppe. Und dann wird in der Gruppe eben was eingeübt, Tricks geübt, eine kleine Nummer einstudiert und die wird dann am Samstag präsentiert. Da sind dann die Eltern und Großeltern und Geschwister herzlich eingeladen, vorbeizukommen und zu gucken, was die Kinder denn in einer Woche gelernt haben. Richtig cool. Und das ist alles im Charlottenhof wahrscheinlich, ne? Genau, das ist alles im Charlottenhof. Ich hoffe sehr, dass das Wetter gut ist, dass man auch rausgehen kann, weil sonst wird es vielleicht doch auch ein bisschen eng im Charlottenhof. Aber auf jeden Fall im und um den Charlottenhof drumherum. Richtig, richtig cool. Das wird bestimmt sehr nice. Ja, ich freue mich auch schon total. Ich bin auch ein bisschen gespannt. Ist natürlich immer so, dass man ein bisschen nervös ist und sich denkt, klappt alles, wird das alles so, wie man sich das vorstellt. Aber momentan bin ich ganz guter Dinge. Ich habe auch ein paar sehr nette Helfer gefunden. Also ich kann das natürlich nicht alleine machen mit 25 Kindern. Aber ich habe ein paar nette Leute hier aus der Region gefunden, die mich dabei unterstützen. Und meine beste Freundin kommt auch hierher und hilft mir dabei. Also ich glaube, das wird richtig gut. Bestimmt. Ganz sicher wird das richtig cool. Du machst ja auch schon eine Weile Zirkus, hast du ja eben auch schon erzählt. Mhm. Was ist so deine Lieblingsdisziplin, wenn du dich entscheiden müsstest? Die 2 Sachen, die ich auf jeden Fall am längsten mache, sind ja jetzt Einrad und Hocheinrad. Also Einrad fahre ich wirklich schon, seitdem ich 5 bin. Boah. Also das sind jetzt schon 15 Jahre. Momentan wird das ein bisschen weniger mit dem Einradfahren. Und Hocheinradfahren macht mir auch super viel Spaß. Aber es ist ja beides irgendwie Einradfahren. Ne? Das eine ist halt nur ein bisschen höher. Also auf jeden Fall irgendwie das Einradfahren. Aber ich glaube, ich könnte mich nicht entscheiden zwischen Einrad und Hocheinrad, was davon mehr Spaß macht. Weil ich mag beides einfach super gerne und ich trainiere das in 2 unterschiedlichen Gruppen sozusagen. Mhm. Und da sind natürlich wieder andere Leute dabei, wobei sich das teilweise auch überschneidet. Also einige, die Einrad fahren, fahren dann doch auch Hocheinrad. Mhm. Aber da sind die Gruppendynamiken auch ganz anders. Aber ich liebe beide Gruppen total. Und bei Einrad haben wir viele kleine Neue dabei. Aber das macht auch total viel Spaß, mit denen zu trainieren und denen was beizubringen. Und ich freue mich schon riesig, wiederzukommen und dann wieder richtig einzusteigen, weil von hier oben konnte natürlich nicht ganz so viel machen, bin aber trotzdem mit dabei geblieben und da freue ich mich total drauf. Und bei Hocheinrad, das habe ich jetzt auch nebenbei ein bisschen gemacht, also da trainieren wir mal freitags und wenn ich dann mal nach Hause gefahren bin, dann fahre ich auch immer beim Training und das macht auch super viel Spaß. Also ich weiß nicht, ob ich mich da entscheiden kann. Sieht auch beides echt cool aus, wenn man das so sieht und was man da auch an Tricks alles machen kann. Ja. Also Seilspringen mit dem Hocheinrad? Boah, ey. Ja, das ist wirklich, also bei Hocheinrad ist das echt, wir erfinden immer wieder neue Sachen so ungefähr. Also wir überlegen uns Sachen und denken, nee, da
das kann nicht funktionieren, das geht nicht, das kann man nicht machen. Und dann probieren wir das ein paar Mal aus und dann funktioniert das doch und man denkt sich, oh, okay, cool. Und dann hat man wieder was Neues dazugelernt und das macht richtig Spaß. Richtig cool. So selber kreativ werden auch und dann Choreos erstellen und so. Ja, genau. Bei uns haben die ganzen einzelnen Tricks auch immer selbst ausgedachte Namen. Also das ist, da werden wir sehr kreativ in der Erfindung von Namen für Tricks. Mega cool. Wir haben ja jetzt schon so ein bisschen in die Zukunft geschaut, denn Sigges Projekt ist ja im August. Was steht denn noch so an, sage ich mal, im Charlottenhof, beziehungsweise worauf freust du dich vielleicht auch besonders? Ja, genau. Also so viel ist es tatsächlich gar nicht mehr, was kommt. Also es ist eigentlich nur noch das Zirkusprojekt. Und dann haben wir noch eine Veranstaltung, und zwar mit dem Skandalös zusammen, das Festival hier oben. Da haben vielleicht schon einige was von gehört. Da bin ich auch selbst vor Ort und helfe da auch ein bisschen mit. Da freue ich mich natürlich auch total drauf und dann einfach dabei zu sein. Ich hoffe, dass das Wetter gut ist und einfach eine tolle Stimmung, nette Menschen. Und am Sonntag dann, wenn das Skandalös quasi eigentlich schon vorbei ist, gibt es auf dem Charlottenhof nochmal ein Konzert. Richtig cool. Mit zwei Bands, einmal mit Public Display of Affection und Rosemary in the Sky. Genau, die zweite Band kommt quasi als Support mit dazu und die kommt aber ursprünglich aus Nibel, ist jetzt mittlerweile schon in Hamburg angesiedelt sozusagen, weil die natürlich auch bekannter werden, größer werden. Und genau, die kommen aber dann auch nochmal zum Charlottenhof und da bin ich auch schon ganz gespannt drauf. Ist mal ein bisschen was anderes, ein bisschen was Neues für den Charlottenhof. Aber man will ja auch nicht immer das Gleiche spielen und auch verschiedenes Publikum in den Charlottenhof holen. Auf jeden Fall. Ist es eher für jüngere Leute die Musik oder eher so? Genau, also es ist auf jeden Fall schon eher auch für junge Leute gedacht. Genau, aber auch für die Leute, die es vielleicht nicht zum Skandalös schaffen oder denen das da zu viele Menschen sind oder die sagen, oh nee, so ein ganzes Wochenende im Skandalös, aber den einen Sonntagabend oder Nachmittag im Charlottenhof, das möchte ich machen. Dann kann man gerne vorbeikommen, schon mal ein bisschen Festival-Feeling schnuppern. Dann vielleicht im, ich glaube, Skandalös ist alle 2 Jahre, also im übernächsten Jahr wieder beim Skandalös dann sein. Genau. So ein bisschen Vorfreude kriegen dann beim Konzert wieder hingehen wollen. Genau. Oder überhaupt hingehen wollen. Genau, ja. Einfach mal ausprobieren. Ja, das Jahr ist ja jetzt auch bald schon leider vorbei, unser FSJ in August. Wir sind ja nicht mehr ganz so lange hier. Was nimmst du denn aus der Zeit mit? Was hast du gelernt? Ja, also ich nehme auf jeden Fall ganz viel aus diesem Jahr mit. Also es waren sehr viele neue Erfahrungen, einfach das schon ausziehen, alleine wohnen, weiter weg von der Familie sein, nicht immer zu Mama rennen zu können und sagen, hier ist irgendwie was schiefgelaufen, kannst du mal gucken. Sondern dann ist man wirklich auf sich alleine gestellt, einfach mal Erfahrungen zu sammeln, sich auszuprobieren, festzustellen, okay, Menschen wollen gar nicht immer Böses von einem, die sind auch richtig nett. So genau, auf jeden Fall auch die Kenntnis, dass alleine wohnen schön sein kann. Also ich hatte immer sehr viel Respekt davor, auszuziehen und dann alleine zu wohnen. Ich habe immer gedacht, okay, in so eine WG mit richtig netten Menschen und dann wird das richtig cool und so. Und jetzt hat man dann ja doch eher mehr alleine gewohnt. Und das kann aber auch richtig schön sein. Ich habe gehört, einfach mal das zu machen, worauf ich Lust habe. Keiner sagt, oh, jetzt mach doch aber erstmal dies und guck mal, hier ist voll unordentlich, räum doch erstmal auf. Sondern ich habe einfach den Tag gestalten können, wie ich das wollte nach der Arbeit und das hat richtig gut getan. Und davon werde ich auf jeden Fall auch einiges mitnehmen und versuchen, das auch ein bisschen in meinen neuen Alltag dann mit einzubinden und nicht wieder darin zu verfallen, allen hinterher zu rennen und es allen recht zu machen. Ja. Das tue ich nämlich sehr gerne. Ja. Sondern dann auch einfach mal das zu machen, was ich für richtig halte und was für mich das Beste ist. Genau, und dann nehme ich auf jeden Fall auch neue Freunde von hier oben mit. Also ich habe super viele nette neue Menschen kennengelernt, unter anderem ja auch dich. Und noch ein paar andere FSJler und da hoffe ich sehr, dass wir den Kontakt halten können und dass man sich gegenseitig besuchen kommt, weil das splittet sich dann jetzt ja wieder alle auf. Das stimmt. Die einen bleiben hier, die anderen gehen in den Süden, die anderen gehen so dahin zurück, wo ich jetzt hingehe und dann kann man sich super immer gegenseitig besuchen, finde ich. Also da freue ich mich jetzt schon total drauf, alle dann zu besuchen und zu sehen, wer wo gelandet ist und wie es einem geht und so. Auf jeden Fall. Da lernt man auch schön viele neue Städte kennen wahrscheinlich, wenn man so einmal durch Deutschland tingelt, sag ich mal. Ja, genau. Das finde ich richtig gut, weil alleine reisen mag ich nicht. Ich würde jetzt nicht alleine sagen, oh, ich fahre mal nach Süddeutschland und gucke mir da mal ein bisschen die Städte an, die Natur an und so. Aber wenn man dann da jemanden kennt, dann kann man dann natürlich hinfahren und dann von dort aus Ausflüge machen. Ja. Genau. Ja, das wird richtig cool. Ich meine, wir sind ja jetzt schon relativ verteilt in Schleswig-Holstein. Ist ja auch nicht ganz so klein.
Aber das splittet sich ja dann natürlich noch deutlich weiter nach dem FSJ. Genau. Aber das wird bestimmt, schaffen wir mit Kontakt halten. Ja, glaube ich auch. Wirst du auch irgendwas besonders vermissen? Also ich hab mich auf die Frage vorher ein bisschen vorbereitet mit dem Vermissen. Und ich glaube, eine Sache, die ich tatsächlich vermissen werde, ist ein bisschen der Wind. Eigentlich fand ich Wind immer richtig schrecklich. Ja. Also als ich hierher gekommen bin, habe ich gedacht, okay, gar nicht erst drüber aufregen, weil das bringt nichts. Der ist immer da. Ja. Und jetzt, wenn ich dann doch aber mal zurück in die Heimat fahre, merke ich, irgendwie steht hier alles. Hier bewegt sich ja gar nichts. Und es staut sich alles so auf. Gerade jetzt bei der Hitze ist das mit dem Wind super angenehm. Mhm. Es ist natürlich auch gefährlich, wenn man die Hitze gar nicht so merkt und es total unterschätzt. Ja. Aber es ist natürlich auch super angenehm. Und einfach dieses, man kommt vielleicht nach einem anstrengenden Arbeitstag raus, der Schädel brummt einem ein bisschen und dann kommt der Wind und man wird wieder freigepustet. Das ist total schön. Ich glaube, das werde ich tatsächlich ein bisschen vermissen. Mhm. Und auch das, da habe ich, glaube ich, auch sehr Glück in meiner Einsatzstelle, dass man so auf einer Augenhöhe arbeitet. Das ist nicht so wie in der Schule, Lehrer und Schüler, sondern man ist auf einer Augenhöhe, man tauscht sich untereinander aus, gibt sich gegenseitig Ratschläge und Tipps. Und das finde ich total schön, dass man da nicht so hinaufschauen muss oder auf einen herabgeschaut wird. Und das finde ich richtig toll, da ich jetzt ja dann wieder zurück in die Schule gehe und eine Ausbildung zur Ergotherapeutin anfange, habe ich ein bisschen Angst, dass das wieder mehr so wird mit diesem Schüler-Lehrer. Ja. So, dass man nicht mehr so auf einer Augenhöhe ist, weil das hat mir richtig gut gefallen und das gibt mir auch Motivation zu arbeiten, wenn man sieht, okay, die vertrauen einem, die geben was einem in die Hand und wenn man Fragen hat, dann fragt man und wenn nicht, dann beschwert sich auch keiner so ungefähr und man wird nicht andauernd überprüft und kontrolliert und das gefällt mir richtig gut. Ja, dann macht die Arbeit auch richtig, richtig Spaß. Also wenn man sich dann auch so austauschen kann und über Dinge einfach schnackt und das so, wie du meintest, schon auf einer Wellenlänge im Prinzip läuft, ist total cool. Ja, ja. Finde ich auch. Jetzt hast du meine letzte Frage schon vorweggenommen. Ja. Wie es denn danach weitergeht, hast du ja jetzt eigentlich schon beantwortet. Genau, das passt da gerade so gut rein. Deswegen habe ich das schon mal vorweggenommen, so ungefähr. Passt ja auch, alles gut. Genau. Ja, also ich mache eine Ausbildung zur Ergotherapeutin und fahre oder ziehe dafür zurück wieder in meine Heimat. Genau, dann mache ich erstmal das und hoffe, dass mir das gefällt. Also eigentlich glaube ich schon, dass das ganz gut zu mir passt. Dann sehen wir mal weiter, wo mich das am Ende hinführt. Vielleicht landest du ja wieder in Klangsbüll. Oh, also es ist natürlich auch eine Option, aber der Plan momentan ist dann nach Hannover zu gehen. Das hat ja jetzt beim ersten Mal nicht geklappt. Also dann jetzt das nächste Mal Hannover. Okay. Oder du landest am Bodensee, in die ganz andere Richtung runter. Vielleicht auch das. Mal gucken, ich bin da erstmal offen für alles. Ja, das wird sich dann zeigen auf jeden Fall. Es klingt auf jeden Fall nach einem sehr tollen Jahr, was du hier oben hattest. Definitiv. Das ist sehr, sehr schön. Vielen Dank, dass du uns davon erzählt hast. Ja, sehr gerne. Und danke, dass du mit aufgenommen hast. Auch Spaß sehr gemacht. Gerne. Ja, und dann würden wir uns auch von euch verabschieden. Die nächste Folge kommt, glaube ich, auch wirklich schon nächste Woche für euch raus. Bis dann. Tschüss.